Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, im letzten Part wurden wir aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen bei dieser Prüfung wieder zurückgesetzt. Und das bei anderen Prüfungen auch schon. Und deswegen fühle ich mich jetzt schon, ein bisschen verarscht. Also meine Laune ist nicht gerade hoch. Und, boah, ist doch toll, nicht wahr? Ah, hier geht's lang. Deswegen hat er sich vorhin darüber aufgeregt, dass ich da das umrunden wollte. Warum überhaupt? So ehrlich, das ist... Ja, ich weiß, hier gibt's ein Schild. Da rein. Und dann gibt es dort eine Truhe. Und das wird dann nochmal zusätzlich extra gezeigt, wo man hin muss. Stirb endlich. Was in der Truhe hier drin ist. Ein Bernstein. Hallo. Danke. Und das bisschen kann man rüberschwimmen. Ich weiß nicht, wie sie da ein extra Floß hinstellen. Was ist hier? Lege mich in meine Schatztruhe. Nee, lege in mich meine Schatztruhe, genau. Deswegen muss man das Floß benutzen. Wenn man die Schatztruhe rüberkarren muss. Na wunderbar. Wieso bist du... Link, du dämliches... Link, du dämliches Stück. Wieso benutzt du nicht deinen dämlichen Gleiter, wenn ich auf Gleiter benutzen drücke? Himmel! Ich hab mich noch nie so sehr aufgeregt in einem Part. Ich hab mich wirklich noch nie so sehr aufgeregt. Was ist denn hier los heute? Irgendwie trunk mich das Spiel heute. Toll. Wundertoll. Und er benutzt schon wieder nicht den Gleiter. Mensch, Doppel-X ist Gleiter, Link. Guck. Anscheinend nicht, wenn man auf ebener Fläche bleibt. Warum auch immer. Dumm. Mensch, sowas sollte man mal mit einem Update beheben und nicht beheben, dass Spieler sich unendlich Pfeile ercheaten können. Können sie auch so. An unendlich Pfeile zu kommen, ist nun nicht wirklich schwer. Okay. Weiter geht's.
Ja, ich bin ein wenig still. Ich weiß. Zack. Jetzt, bevor wir uns jetzt das Masterschwert holen. Müssen wir noch wohin? Genau, hier. Nach Athen zum Yamagana-Schrein. Und gleich haben wir es. Hoffentlich. Wir schaffen es. Wir kriegen in diesem Part noch das verdammte Masterschwert. Wir sollten uns freuen. Auch wenn der ganze Spaß 2200 Rubine kostet. Also nicht 2200, sondern nur 200. So. Ja. Beeil dich, Spiel. Jetzt funktioniert der Gleiter. Ist doch schön. Hi. Ah ja, ich möchte Container tauschen. Ja, du sollst mir einen Container abkaufen. Ausdauercontainer. Ja. Ja, bitte. Ja. So, das wieder zurücktauschen mache ich dann offscreen. Zeig jetzt nur mal bitte wieder. Ich zeig jetzt nur mal, wie das ist. Ausdauercontainer tauscht und Herzcontainer, auch wenn es eigentlich voll sinnlos ist. Ja. Du bekommst noch einen Ausdauercontainer von mir. Ja, und noch einen Ausdauercontainer von mir. So. Ja, du hast fünf zurückholen. Herzcontainer. Ja. Zack. Noch mehr Herzcontainer. Zurück. Jawohl. Ja, noch mehr Herzcontainer zurück. Noch mehr Herzcontainer zurück. Das ist wunderbar spannend, oder? Ich weiß, sowas könnte ich eigentlich rausschneiden, aber... Mäh. Nein. So. Jetzt haben wir wieder 12 Herzen. Jetzt wird sich wieder zurückteleportiert in den Wald der Crocs. Und jetzt können wir gleich, nachdem wir unsere 4 Zeichen der Bewährung, die wir noch übrig haben, eingelöst haben. Ja. Das wird doch cool, oder? Ja, es wird cool. Und dann ändern wir das wieder so um, dass wir 8 Herzen haben und 2 Ausdauerleisten. So. Hier muss doch auch noch irgendwo eine Statue der Göttin sein, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Dann reden wir erstmal mit dir hier. Zack. Was? Schon alle Prüfungen geschafft? Nicht übel. Gar nicht übel. Jetzt wird es ja wohl nicht mehr lang dauern, bis du das Masterschwert aus seinem Sockel ziehen kannst. Beeil dich. Wir können es kaum erwarten. Hey, was schaust du so? Willst du deine Belohnung, weil du alle Prüfungen bestanden hast? Dann werdest du dir wohl meinen Schatz überlassen müssen. Maxi-Edeltrüffel mal 3. Versuch mal etwas mit einem Maxi-Edeltrüffel zu kochen. Was Gesünderes gibt's nicht. Du spürst direkt, dass du viel mehr Energie als sonst hast. Das ist kein Scherz. Probier es selbst aus, wenn du mir nicht glaubst. Ja, die füllen die Gesundheit über das Maximum hinaus auf. Ja, jetzt muss ich nur noch diese verdammte Statue der Göttin finden. Ist die zufällig hier drin? Nein, hier drin ist die nicht. So. Hier. Sprechen.
Wenn dieses Schwert ziehen will, muss auf der Höhe seiner Kräfte sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist. Okay, cool. Oder auch nicht. Wo ist denn die Statue der Göttin, die hier war? Himmel. Ark. Ich weiß doch, dass hier eine war. Hier war eine. Komm schon. Oh. Teleportieren wir uns halt kurz hier hin. Zur Quelle der Kraft. Lösen die da ein und teleportieren uns wieder zurück. Gott. Wieso haben die da nicht mehr Statuen der Göttinnen gemacht? Jetzt muss ich wirklich ständig hin und her teleportieren. Himmel. Fällt gerade auf, dass Breath of the Wild mein längstes, oder das Projekt auf meinem Kanal ist, das am längsten läuft. Weil es läuft schon über 50 Parts lang. So lang lief noch keines meiner Projekte. Ja, ich erbitte Herzen, ja. So sei es. Zack, dann halten wir einen Herzcontainer. Nach Hyrule zurück. Cool. Und zurück teleportieren. Und jetzt das Master Schwert rausziehen. Ist das nicht toll? Voll toll, ne? Ja. Yep. Zack. Entfernen. Da auch nichts ausgerüstet. Wir brauchen auch Platz im Inventar, um das Master Schwert rauszuziehen. Bereit und... An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Dieses Schwert, das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin. Großer Dekubaum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ich... Mein liebes Kind. Deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja.
was du gesehen hast, spielte sich vor 100 Jahren an diesem Ort hier ab. Das Schwert hatte gerade seinen Meister verloren. So nahm die Hohepriesterin es an sich, brachte es hierher zu mir und überließ es meiner Obhut. Bis zum heutigen Tag setzt sie ihren verzweifelten Kampf im Schloss von Hyrule fort. Immer im festen Vertrauen, dass du ihr eines Tages beistehen wirst. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. Ich wünschte mir, ich könnte mich noch einmal daran erfreuen. Jo. Da hat Zelda wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Master Schwert. Der Name dieses Schwertes lautet Master Schwert. Nee, wirklich, stand da nicht gerade oder so. Wenn du der Verehrung Ganon und ihren Manifestationen gegenüberstehst, wird es von heiligem Licht erfüllt werden. Du darfst es jedoch auf keinen Fall überbeanspruchen. Schwingst du es zu oft umher, wird es schartig werden und seine Kraft verlieren. Sollte das passieren, musst du warten, bis es sich regeneriert hat. Es wäre töricht, sich im Kampf mit Ganon einzig auf dieses Schwert zu verlassen. Um für alle vorbereitet zu sein, solltest du auch die Titanen befreien. Das Schwert des Helden. Geschafft. Guck mal, was das Schwert kann. Wir können Strahlen schießen. Wir haben das Master-Schwert. Woohoo! Ja, das Master-Schwert wird, oh, wir haben einen zusätzlichen Waffenplatz bekommen. Okay. Cool. Wir haben das verdammte Master-Schwert. Ey, da muss ich unbedingt einen Screenshot machen. Eigentlich hätte ich einen Screenshot machen sollen, als Link das gerade hier aufgeführt hat. Seine Show. Ich würde gerne, dass er das Schwert so hoch hält. Ich finde es übrigens cool, dass man das Schwert nicht wegwerfen kann. Sobald man das Schwert hat, hat man es für immer. Kann es auch nirgendwo aufhängen oder so. So. Machen wir mal. Das ist der wahre Link. So sieht er aus. Ja. Das ist der Breath of the Wild Link. Zack. Ja, das war's dann auch mit dem Video, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Wir haben noch einen Haufen unbesuchter Schreine markiert. Aber was soll's. Ja, möge die Macht mit euch sein. Ich tausche das hier jetzt noch um. Und tschüss.